Hallo und herzlich willkommen heute zu Welche Klamotten kann man gut anziehen? Die kosten alle kein Geld. So, das ist die vom Kriegsherrn. Die ließ sich relativ schnell zusammenfahren. In Welt 3 hatte ich dann auch alle passenden Sachen. Die kamen so zum Ende hin bei mir, die Klamotten. Vor allem die hier, die kamen bei dem Kampf gegen Lilith. Das ist natürlich keine Chance, dass sie die auch bekommt. Allerdings kam sie da bei mir. So. Hier sind wir zur Regentenrüstung übergegangen. Die sieht halt auch fresh aus. Die Handschuhe gehören jetzt nicht zum Set, weil die habe ich noch nicht, aber ist ja auch erstmal nicht schlimm. Das sind die von dem Knochenzwirn-Panzerhandschuhe, also von dem Set Knochenzwirn, und der Rest ist Regentenrüstung. Mit der laufe ich mit Abstand am liebsten rum, einfach weil sie sagt, schau mich an. So ein bisschen Fashion darf ja erlaubt sein. So, ein leichtes Herr-der-Ringe-Set. Das geht aus der Abenteuerrüstung hervor. Da fehlt mir noch die direkte Brust und die Schuhe. Allerdings passt das schon mal ganz gut zusammen. Gehen wir über zu der vierten. Die ist so ein bisschen untertänig im Gegensatz zu der zweiten. Allerdings ist die ganz schön nice. Die ist halt mehr auf dem Knochenzwirn Klamotten aufgebaut. Mir fehlt lediglich der Helm und die Schuhe. Aber das ist ja erstmal nicht schlimm, es passt ja rein optisch. So, nun meine letzte. Wenn ihr so ein bisschen modisch unterwegs sein wollt, könnt ihr das gerne machen. Das ist eigentlich mehr die Rüstung von den Runen. Allerdings fehlen mir dann noch ein paar Teile. Der Kopf zum Beispiel. Die Hose fehlt noch. Die Handschuhe, würde ich fast sagen, gehören dazu. Sorry. Ja, also die hier ist rein optisch auch nicht verkehrt. So, wie ihr seht, es gibt jede Menge. Ich kann mal hier die Rüstung zeigen. Ich habe fast auch alle gesammelt hier von der Brust. Ach, hier ist die Abenteuerrüstung. Na ja, gut. Passt jetzt nicht ganz zu meinem dritten Set, würde ich mal behaupten. Die hat mir da ein bisschen zu viel Platz gelassen da. Dann doch eher die glorreiche. Sieht schon passender und geiler dazu aus. So, wie dem auch sei. Die könnt ihr euch komplett frei erspielen, die kostet euch kein Geld. Wenn ihr im Spiel Geld ausgeben möchtet, könnt ihr das natürlich tun, einfach auf den Shop gehen. Willkommen zurück. Allerdings lohnt das jetzt nicht so. Mit der Rüstung Ein hier mächtiger rennen Ruf. halt die meisten mittlerweile rum. Und es ist auch nichts Spezielles mehr an ihr. Klar, die sieht geil aus. Und auch echt mega. Ich bin auch schon überlegen, schon seit längerer Zeit, dass ich die mir kaufe, aber ganz ehrlich, Leute, das ist es nicht wert. Wer das möchte, kann es natürlich tun. Es gibt auch viele andere, allerdings habe ich dazu nichts, was mir wirklich gefällt oder was ich definitiv haben möchte. Vielleicht kommt ja irgendwann mal den Nonplusultra Kosmetik. Mal gucken. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Also farmt wirklich die Sachen und ganz ehrlich, das hier ist doch wesentlich besser als das zu kaufen. Es reicht vollkommen aus. Es hat jede Menge Kleinigkeiten. Farmt die einfach zusammen. Ich wünsche euch viel Glück beim Looten, dass ihr die auch bekommt. Und wir sehen uns dann bald im nächsten Video.